Als nächste spricht für die Fraktion der SPD die Kollegin Dr. Eva Högel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut und wichtig, dass es uns gelungen ist, einen sehr ausgewogenen und trotzdem klaren und deutlichen Antrag heute hier dem Deutschen Bundestag vorzulegen. Den Antrag haben wir abgestimmt zwischen Innen- und Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern, und das ist nicht immer ganz einfach, und ich denke, uns ist etwas Gutes gelungen vor Weihnachten. Was besonders wichtig ist, ist für uns, und das, glaube ich, vertreten wir hier alle in großer Einigkeit, das Existenzrecht und die Sicherheit Israels, das gehört zur deutschen Staatsräson. Und deshalb haben wir eine ganz besondere Verantwortung, wir hier im Deutschen Bundestag, einerseits für Israel und andererseits für die Jüdinnen und Juden, die hier glücklicherweise in Deutschland leben. Und deswegen sagen wir mit diesem Antrag auch ganz klar, Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Das sind die beiden Ausgangspunkte, weswegen wir uns mit der Hisbollah beschäftigen und ganz klar sagen, dass wir die Hisbollah nicht dulden und dass wir sie bekämpfen. Und wir haben das alles auch schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Wir haben einen großen, umfassenden Antrag im Januar 2018 beschlossen zum Antisemitismus. Wir haben uns positioniert und das begrüßt zu 70 Jahre Staatsgründung Israels und hier im Deutschen Bundestag einmütig im April 2018 beschlossen. Und nicht zuletzt dieses Jahr im Mai einen Antrag, umstritten, aber wichtiges Signal, zur BDS-Bewegung formuliert und dass wir die ablehnen und auch ihr keinen Platz einräumen. Und jetzt also der vierte Schritt, Hisbollah. Die Hisbollah ist eine Terrororganisation. Sie bedroht Israel, sie hetzt gegen Jüdinnen und Juden, sie nutzt Deutschland als Rückzugsraum, sie finanziert Terror und unterstützt Terror, und sie ist auch weit verzweigt im Bereich der organisierten Kriminalität. Und als Berliner Bundestagsabgeordnete sage ich hier auch noch mal deutlich, es ist widerlich und unerträglich, wie die Hisbollah aufruft und auftritt, die Hisbollah und ihre Mitglieder, jedes Jahr zum Al-Quds-Tag. Das ist nicht zu ertragen. Aber wir waren auch bisher nicht tatenlos. Wir fangen jetzt nicht bei Null an. Unsere Polizei, unsere Staatsanwaltschaften und nicht zuletzt auch mit der allgemeinen Strafverfolgungsermächtigung der Generalbundesanwalt haben die Hisbollah und ihre Anhängerinnen und Anhänger im Blick. Auch unsere Nachrichtendienste beobachten die Hisbollah, und das schon erwähnte Verbot des Fernsehsenders Al-Manar und des Vereins Waisenkinderprojekt zeigen, dass wir nicht nur wachsam sind, sondern unser Rechtsstaat auch handelt. Wir werden auch weiterhin mit allen Mitteln und Möglichkeiten des Rechtsstaates gegen die Hisbollah und ihre Unterstützer und Unterstützerinnen vorgehen. Das betrifft Geldwäsche, das betrifft organisierte Kriminalität und die Terrorfinanzierung. Und das, was wir jetzt auf den Weg bringen wollen, ein Betätigungsverbot, was zentraler Gegenstand unseres Antrages ist, das wird ein ganz wichtiger Baustein sein, damit wir noch konsequenter gegen die Hisbollah vorgehen können. Und wir werden auch weiter die Strukturen beobachten, denn am Ende steht auch immer noch die Frage, ob es nicht für ein Vereinsverbot reicht. Zurzeit sind die Strukturen noch nicht so gefestigt, aber das werden wir weiter im Blick haben. Und wir bleiben dabei nicht stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In dem Antrag steht viel Gutes drin, aber wir werden auch noch weitere Dinge auf den Weg bringen. Zum Beispiel haben wir geplant, das werden wir auch vorlegen, dass der Paragraph 46 im Strafgesetzbuch verschärft wird, in dem Sinne, dass wir Antisemitismus als Strafverschärfungsmöglichkeit aufnehmen. Das ist geplant. Und die Bundesjustizministerin hat bereits Vorschläge vorgelegt, dass wir auch das Verbrennen von Flaggen unter Strafe stellen. Und das betrifft insbesondere die israelische Flagge, die an dem genannten Al-Quds-Tag häufig verbrannt wird. Das sind zwei wichtige Bausteine im Strafrecht, die wir in der nächsten Zeit auch angehen werden. Also, alle, die unsere Demokratie bedrohen, alle, die unseren Rechtsstaat bedrohen, und dazu gehört die Hisbollah auch und insbesondere in Deutschland, das werden wir mit allen Mitteln und Möglichkeiten des Rechtsstaates bekämpfen. Und dieser Antrag ist ein Beitrag dazu. Deswegen bitte ich Sie um Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Inzwischen liegt das von den